Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich, dass ich euch wieder in Berlin begrüßen kann. Herzlich willkommen hier in unserer Stadt, herzlich willkommen in Berlin. Liebe Genossinnen und Genossen, als wir uns das letzte Mal in Berlin getroffen haben, vor einem Dreivierteljahr, da war im ganzen Saal eine riesige Aufbruchsstimmung zu spüren und wir wollten gemeinsam wirklich mit großen Schritten vorankommen. Und ich sage auch mal, hinterher wissen natürlich immer alles besser, aber ich finde, wir haben in den letzten Monaten auch sehr viel richtig gemacht. Wir hatten ein sozialdemokratisches Programm, ein Regierungs-, ein Wahlprogramm, das unsere Schwerpunkte, unsere uns wichtigen Inhalte eindeutig wiedergegeben hat. Wir haben gemeinsam und sehr geschlossen gekämpft, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Partei und Kandidat waren eins in diesem Wahlkampf. Und wir konnten gemeinsam zigtausende Menschen von unserem Programm und unserer Politik und unserem Kandidaten auch begeistern, die in unsere Partei gekommen sind, um dauerhaft mit uns zu streiten. Ich finde, das ist auch ein großer Erfolg, auf den man aufbauen kann, liebe Genossinnen und Genossen. Aber wir wissen auch, dass es nicht so gelaufen ist in diesen letzten Monaten, wie wir es uns gemeinsam erhofft haben. Ja, es gab bittere Ergebnisse bei den Landtagswahlen und, auch da gibt es nichts drum herum zu reden, ein Bundestagswahlergebnis, das Mist ist. Und insofern, glaube ich, war das, was Martin gesagt hat am Wahlabend, auch das, was wir alle miteinander gespürt haben, was uns alle bewegt hat, so kann es nicht weitergehen. Und wir haben tatsächlich nun nach diesem Bundestagswahlergebnis auch eine neue Aufgabe, eine neue Rolle in der Opposition. Und liebe Genossinnen und Genossen, dass wir heute hier zusammenkommen, um darüber zu reden, wie wir nun einen Weg gehen, welchen Weg wir gehen, welche Gespräche wir zu führen haben, dass wir Gespräche führen, finde ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber mit welcher Zielrichtung und wie wir uns entscheiden werden, dass wir in dieser Situation sind, liegt nicht an der Sozialdemokratie und dass wir nicht eindeutig waren, sondern es liegt an der organisierten Verantwortungslosigkeit der anderen, die über Wochen und Monate diskutiert haben, ohne Verantwortung wirklich anzunehmen. Und Frau Merkel hat es wieder nicht hinbekommen, ihre Wunschkoalition zu konstruieren. Ja, Genossinnen und Genossen, das ist heute kein einfacher. Das ist ein harter Parteitag, der heute, der morgen und übermorgen auch vor uns liegt und auch in den Landesverbänden, in den unterschiedlichsten Gremien hatten wir und werden wir mit Sicherheit auch in Zukunft noch harte Diskussionen vor uns haben, eben über den Weg der nächsten Monate oder Jahre, über die Inhalte, für die wir stehen wollen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sage aber auch, wenn einige da um die Ecke kommen und sagen, jetzt muss alles neu verabredet werden in der SPD, wofür steht eine SPD oder die Sozialdemokratie überhaupt, muss ich zugeben, dass ich mitunter nicht so richtig weiß, was die meinen. Denn unsere Grundwerte, das, wofür wir seit 150 Jahren stehen, ist nichts Verstaubtes und nichts Altmodisches. Frieden und Freiheit, Gleichberechtigung und Gleichheit, das Kämpfen für soziale Gerechtigkeit ist hochmodern und aktuell und dafür standen wir und dafür stehen wir auch in Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen. Ich sage aber auch, dass ich hoffe, dass ich wünsche mir das, dass wir in Zukunft eindeutiger sind, eindeutiger in unserem Auftreten, eindeutiger in unseren verabredeten Positionen. Und es beginnt auch damit, dass ich hoffe, dass wir diese 4 Jahre, die vor uns liegen, egal in welcher Rolle wir sie politisch begleiten werden, dass wir diese 4 Jahre endlich auch ernsthaft nutzen für Gespräche, um auszuloten, ob es nicht auch Machtoptionen jenseits der CDU gibt, liebe Genossinnen und Genossen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, diese Gespräche ernsthaft zu führen. Ich wünsche mir, dass wir unverwechselbar und klar in unseren Positionen sind. Und dafür gibt es Beispiele, wo wir eigentlich das Richtige verabredet haben. Und das sollten wir auch klar miteinander vertreten. Ich glaube, es muss aufhören, eine Herumgereierei um das Thema Vermögensteuer, sondern wir brauchen die klare Aussage, dass wir für eine Vermögensteuer stehen, weil Vermögen in unserem Land die Aufgabe haben, mehr beizutragen zur Finanzierung unseres Sozialsystems als andere.
Wir sollten eindeutig stehen, Genossinnen und Genossen, für ein anderes Bildungsangebot, für flächendeckende Ganztagsschulen in unserem Land und für gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Genossinnen und Genossen, die Bürgerversicherung ist eine zwingende Voraussetzung für ernsthafte Gespräche mit uns. Die Bürgerversicherung steht für eine bezahlbare und gute Gesundheitspolitik für jeden Menschen in unserem Land, egal in welcher Lebenssituation er sich befindet. Das ist zwingende Voraussetzung für Gespräche mit uns. Genauso wie wir dringend brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in unserem Land. Es ist nicht irgendein Wohlfühlthema, sondern es geht um Daseinsvorsorge. Die Menschen haben Recht auf angemessenen, guten und bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen muss die SPD für soziale Wohnungsbauprogramme in unserem ganzen Land stehen. Genossinnen und Genossen, ich habe einen Vorschlag gemacht für einen solidarisches Grundeinkommen, über das wir vielleicht heute, aber spätestens morgen auch miteinander diskutieren müssen. Und ich möchte auch dazu einen Satz sagen, weil es mir dabei nicht um den Begriff geht. Und jeder Vorschlag kann sich verändern in der Diskussion, ich weiß das. Aber ich glaube, wir müssen uns an dieser Stelle auch ehrlich machen. Wann, wenn nicht jetzt, wollen wir uns ehrlich eingestehen, dass die Agenda-Politik in einer Zeit durchaus auch richtig und wichtig war und uns in vielen Bereichen auch vorangebracht hat. Aber sie hat eben auch zu sozialen Verwerfungen geführt und zu einem großen Vertrauensverlust der Menschen der Sozialdemokratie gegenüber. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, glaube ich, muss es aufhören damit, dass wir immer wieder daran herumdoktern, eine Reform zur Reform zur Reform machen, sondern dass wir diese sich verändernde Arbeitswelt, diese digitalisierte Arbeitswelt, wo sich viel in den nächsten Jahren verändern wird, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sie auch nutzen für eine Neuverabredung unseres Sozialstaatssystems, dass wir den Menschen zusichern, dass sie in einer Notlage auf unsere Solidarität hoffen können, dass sie ein Einkommen haben, das sich am Mindestlohn orientiert und mit dem sie etwas tun können für ihre eigene Altersversorgung. Darum geht es mir in dem Vorschlag, Genossinnen und Genossen, und ich hoffe sehr, dass wir diese Debatte offen und ehrlich miteinander führen können. Genossinnen und Genossen, zwei Dinge zum Abschluss. Und da möchte ich einmal auch direkt Martin ansprechen. Das ist das Thema Europa. Weil ich glaube, die SPD und ganz besonders mit Martin an der Spitze, der nicht irgendein Europapolitiker ist, sondern der Europapolitiker, ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen als SPD gemeinsam und geschlossen und mit Martin an der Spitze noch viel offensiver die Europapartei sein. Das ist nicht mehr, Europa ist nicht mehr wie in den letzten Jahren, wir haben das alle in politischen Diskussionen erlebt, ein Thema ganz weit weg, das verbunden wird mit einem EU-Parlament, das voller Bürokratie steckt und Dinge beschließt, die niemand braucht. Die Diskussion gab es. Ich glaube, da hat sich etwas dramatisch verändert. Die Menschen spüren, dass sich international etwas verändert. Dass das, was für uns so selbstverständlich ist, 70 Jahre in Frieden und Freiheit, in diesem Europa der offenen Grenzen zu leben, dass das eben nicht so selbstverständlich ist. Und dass dieses Europa angegriffen wird von Rechtspopulisten, von vielen anderen Regierungschefs aus der ganzen Welt. Und deswegen, Genossinnen und Genossen, muss das deutlich werden. Ja, die SPD kämpft dafür, dass es weiterhin dieses Europa der offenen Grenzen und des Friedens und der Freiheit gibt. Und dass sich das in unserem Land auch widerspiegelt. Toleranz, Offenheit und Internationalität, dafür steht die SPD in unserem Land, in Europa und weltweit. Um solche Dinge zu erreichen, wie ich sie eben für mich formuliert habe, Genossinnen und Genossen, müssen wir uns sicherlich auch verändern. Wir müssen über unsere Strukturen, über unsere Arbeitsweisen reden. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, das ist dann auch viel Handwerk. Das muss man machen. Entscheidend ist vielleicht noch etwas anderes für unseren Weg in eine gute Zukunft, für unser Land und auch für unsere Partei. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir uns
und dass wir unsere Mitglieder, dass wir die Aktiven in unserer Partei sehr ernst nehmen und dass wir sie in die Entscheidungen für die nächsten Jahre an den entscheidenden Stellen auch wirklich mit einbeziehen. Liebe Genossinnen und Genossen, die 500.000 Mitglieder unserer Partei sind nicht nur da, Zeitungen zu verteilen, die Infostände zu machen oder Plakate aufzuhängen, sondern sie sind Botschafterinnen und Botschafter unserer Politik. Und deswegen müssen wir sie ernsthaft in unsere Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Ich glaube, wenn wir so einen Weg gehen, klar und eindeutig in unseren Positionen sind, wenn wir transparent darstellen können, wie wir die Debatten führen und wie wir zu diesen Positionen kommen, wenn wir eindeutig stehen für so eine soziale und gerechte Politik in unserem Land, liebe Genossinnen und Genossen, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein. In diesem Sinne wünsche ich uns ernsthafte, gute und konstruktive Debatten. Ich wünsche uns, dass auch wir in dieser schwierigen Situation gut miteinander umgehen. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Genossinnen und Genossen, viel Erfolg bei diesem Parteitag und genießt auch ein bisschen Berlin. Alles Gute.